Diese Legende wird niemals in Vergessenheit geraten. Alle dachten, dass König Cooper das Pilzewunderland für immer verlassen hatte. Doch plötzlich tauchte das Zerstörerflaggschiff auf. Denn König Cooper war zurück. Und diesmal brachte er als Verstärkung seine Cooper-Lehre mit. Doch die Super Mario Brothers retteten die Prinzessin mit ihren neuen Superkräften und hielten die böse Cooper-Familie auf. Ich mach sie fertig, diese Brüder. Der Wahlkampf. Prinzessin, es gibt Probleme. Oh. König Cooper hat ein ganzes Rudel Goombas im Schlepptau. Sie werden das ganze Königreich auffressen. Oh, oh nein. Du bist noch fieser und gemeiner als sonst, Papst. Das finde ich total super. Sieh sie dir genau an. Diese Riesenlandparagumbas werden die ganze Ernte auffressen. Und wenn das Volk der Prinzessin dann vor Hunger nicht mehr kann, verkaufe ich ihr nur was zu essen, wenn sie mir dafür ihr Königreich gibt. Ha. Ein durchtrieben hinterhältiger Plan, Papa König. Dann kann das große Fressen ja beginnen. Schluss mit den Gemeinheiten, Cooper. Pfeif deine Goombas auf der Stelle zurück. Pass auf, was du sagst, du Klempnertrottel. Spring, Luigi! Dumm gelaufen, Paps. Ich dachte, diesmal bekommen wir endlich die Herrschaft über das Pilze-Wunderland. Wenn du so wild darauf bist, mein Volk zu regieren, warum versuchst du es nicht auf die ehrliche Art? Mein Vater und ehrlich? Machst du Witze? Was bitte ist daran so komisch? Bald sind wieder Wahlen. Lass das Volk entscheiden, wer regieren soll. Und der Verlierer verlässt das Königreich. Cooper ist zu feige, um sich einer Wahl zu stellen. Ich? Feige, natürlich trete ich gegen die Prinzessin an. Die Wahl habe ich eh schon so gut wie gewonnen. Naja, wir werden sehen, Cooper. Auf einen fairen Wahlkampf. Der Sieger bekommt das Königreich. Abgemacht? Abgemacht. Das ist für mich ein Kinderspiel. Zizi, du hast mich da in eine ganz blöde Situation gebracht. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin lange nicht so beliebt wie die Prinzessin. Doch, Papa, das ist mir schon klar. Sie steht dann da vor der Menge, schön und gutherzig, und das Volk wird sie wählen. Vielleicht könntest du ja auch versuchen, nett zu sein. Ich? Nett? Ich bin in meinem Leben noch nie nett gewesen. Ich bin allergisch gegen nett. Beruhige dich, Papst. Cookie van Cooper hat die Lösung für deine Probleme. Was machst du da? Du Schwachkopf, du Volltrottel, du charmanter, umsichtiger, süßer kleiner Engel. Ein Wunder ist geschehen. Nein, das ist meine neueste Erfindung. Freundlichkeitspulver. Guter Trick, Bruder. Ich kann ihn doch nicht im Stich lassen. Er wird niemals gewinnen, wenn wir die Wahl nicht manipulieren. Ich habe König Cooper zu einem fairen Wahlkampf gegen mich herausgefordert. Aber offensichtlich möchte der Herr sich dieser Auseinandersetzung nicht stellen. Welche Auseinandersetzung, ihr lieben Pilzbürger. Ihr nehmt mein Geld und der nette alte König Cooper wünscht euch allen einen wunderschönen Tag. Was geht hier vor? Normalerweise stiehlt Cooper Geld, er verteilt es nicht. Spielzeug für die Kinder und Halsbänder für Haustiere und Gebisse für die Großeltern. Es wird noch viel mehr solche netten Sachen geben, ihr lieben Leute, wenn ihr mich zu eurem netten Herrscher wählt. Wir müssen etwas tun, Prinzessin. Ja, mit den ganzen tollen Sachen, die ihr verschenkt, werden die Leute vielleicht ihn wählen. Keine Sorge, ich werde heute eine Rede beim Pilze-Wunderland-Gründertag halten und das Volk daran erinnern, wie Cooper wirklich ist. Was meinst du, Schizi? Hat der nette König Papa jetzt eine Chance? Nur wenn wir noch mehr schummeln.
Während Papa einen netten Wahlkampf führt, machen wir einen schmutzigen. Liebe Pilzuntertanen, fragt nicht, was Cooper heute für euch tut. Fragt euch, was er euch in der Vergangenheit angetan hat. Sag es ihnen, Prinzessin! Und jetzt wird die Prinzessin das Gründertagsfeuerwerk zünden. Oh je, sieht schlecht aus für König Papa. Das war eine gute Rede. Deshalb manipulieren wir ja die Wahl, damit das ihre letzte war. Sieht nach einem explosionsartigen Sieg für Papa aus. Prinzessin! Oh, sie ist erledigt. Oh, die arme Prinzessin, sie wurde niedergeschmettert. Prinzessin! Prinzessin! Sag doch was! Was soll ich denn sagen, Mario? Wie wär's mit einem Hoch auf die Warp-Zone? Oh, hallo, du kleiner Racker. Gudli, gudli, dadla da. Gib dem Onkel doch mal einen dicken Kuss. Was zur Hölle? Ah, du kleines, süßes Ding. Ich hasse kleine Pilzkirn. Lass das bloß die Wähler nicht hören, Papa König. Mir egal, ob die das hören oder nicht. Ich will nicht mehr nett sein. Oh je, sieht aus, als ob das Freundlichkeitspulver seine Wirkung verliert. Abmarsch zurück ins Schloss und bereitet neues Pulver zu. Ich muss doch bald meine Wahlkampfrede halten. Schon unterwegs, angehender Pilzekönig. Ab mit euch. Dieses Nettsein bringt mich noch um. Mieser Cooper, er nimmt Freundlichkeitspulver. Wir müssen verhindern, dass er Nachschub bekommt. Aber auf Schloss Cooper gibt es tausende Cooper-Wächter. Ja, aber wir sind immerhin zu zweit. Dunkelland ist sowas von gruselig. Weil hier nur Monster sind. Ja, du sagst es, Bruder. Oh. Keine Zeit für sowas. Wir müssen los. Ja. Ah. Schraubschlüsselattacke! Schnell weg hier! Ich glaube, wir sind von der Kerze ins Feuer gesprungen. Kommt schon, wir müssen nur durch die Feuergrube kommen. Wenn wir durch die Feuergrube kommen. Das war der blöde Luigi. Den kuppern wir uns. Schluss mit dem netten Cooper. Wo ist Luigi hin? Oh, vergiss den kleinen Namen. Wir müssen Papst das Freundlichkeitspulver bringen, bevor er die Wahl vermasselt. Wow, das Pulver ist weg. Man hat uns ausgetrickst. Ich freue mich schon auf das Gesicht von Cooper, wenn er davon Wind bekommt. Die haben uns was?
das Freundlichkeitspulver gestohlen. Aber ohne das Zeug kann ich nicht gewinnen. Ihr wisst, was für mich auf dem Spiel steht. Ihr habt meine Rede gehört. Nun hört euch König Koopas Rede an und dann entscheidet, wer euch in Zukunft regieren soll. Ich gehe da nicht raus. Diese Wahl war sowieso eine blöde Idee. Wenn ich was will, nehme ich's mir einfach. Komm schon, König Paps. Du kannst dich da durchlügen. Genau. Du bist der größte Lügner überhaupt. Das stimmt. Es gibt keinen größeren Lügner als mich. Und wenn sie was Nettes wollen, sollen sie was Nettes kriegen. Jawohl. Dankeschön, ich danke euch, meine lieben Bürger. Kleinen Augenblick mal. Mir wurde berichtet, dass du Freundlichkeitspulver benutzt hast, um diese Wahl zu gewinnen. Das ist doch gelogen. Ich brauche kein Pulver, um nett zu sein. Und ich haue jeden um, der etwas anderes behauptet. Die Stimmen sind ausgezählt und der Gewinner ist... mit 6.436.212 Stimmen gegen eine... Prinzessin Toadstool. Meine Güte. Wieso war ich denn der Einzige, der für mich gestimmt hat? Wir konnten nicht anders, Papa König. Wir mussten sie einfach wählen. Sie ist so nett und du bist so... so... Genau, Paps. Oh, er ist wütender als je zuvor. Traue niemals einem Koopa. Unfassbar! König Koopa wirft das Handtuch! Wie bitte? Hochverehrte Prinzessin, du bist viel zu klug für eine dumme Echse wie mich. Ich bin plump und einfach gestrickt. Dumm, hässlich und verlogen. Genau. Koopa, erzähl uns nicht, was wir schon lange wissen. Ich gebe offiziell auf. Oh. Ich und meine Kooperlinge werden das Pilze-Wunderland für immer verlassen. Es tut mir leid, dass ich euch immer so viel Ärger gemacht habe. Ich hoffe nur, dass du in der Lage bist... Verzeihen! Ich weiß, dass ich all das Elend, das ich dir angetan habe, nie wieder gut machen kann. Aber wenigstens nimm dies. Das ist der Schlüssel zu Schloss Koopa und ich spende unser Zuhause für einen guten Zweck. Sag auf Wiedersehen, Kinder! Schloss Koopa. Ich könnte daraus ein Seniorenheim für die älteren Bürger machen. Dann will ich hier niemals alt werden. Das ist eine Falle, Prinzessin. Wirf den Schlüssel weg und vergiss das üble Schloss auf der Stelle. Aber es gibt so viele ältere Leute hier und die brauchen einen schönen Ort zum Leben. Wisst ihr was? Ich gehe da jetzt hin und sehe mir das Schloss mal an. Du machst dir mal viel zu viele Sorgen, Luigi. Ich gehe einfach mit und beschütze sie. Wie gefährlich kann Schloss Koopa schon sein? Ganz genau, Mario. Naja, noch ein paar Verschönerungen hier und da und es könnte hier drin so richtig gemütlich werden. Oh, man müsste natürlich renovieren, nicht? Ich gehe vor. Natürlich als erstes rausfliegen. Es ist genauso hässlich und abstoßend wie König Koopa selbst. Hm? Jetzt, da wir dich auf Schloss Koopa gelockt haben, pass auf! Verdammt, vorbei! Ich hasse es, wenn ich dich treffe. Pass auf, ein Petui! Das hier ist für dich, Mario! Du machst mich so rasend, dass ich mich glatt übergeben könnte!
was für ein Seniorenheim. Ja, aber eins musst du immerhin zugeben. Die alten Leutchen werden sich nicht langweilen, wenn sie hier wohnen. Sag mal, welcher Weg führt denn nun zurück zum Eingang? Wir haben Besuch, Chichi. Ich hoffe, unseren Gästen gefällt die neu dekorierte Unterkunft. Wir bekommen eine 1A-Bewertung. Ah, wie abscheulich. Ich hätte wissen müssen, dass man dir nicht trauen kann. Oh ja, einmal ein mieser Gauner, immer ein mieser, fieser Gauner. Ich fühle mich von deinem Kompliment zutiefst geschmeichelt. So, mein Junge, jetzt kannst du mal in Sachen Lügen und Betrügen was lernen. Du tischst ihnen eine Lüge auf, sie fallen drauf rein, dann setzt du sie unter Druck, bis du bekommst, was du willst. Hä? Pops! Papa-König für dich. Und aufgepasst, gib Acht, wie ich denen das Pilzewunderland wegkupere. Das Pilzewunderland? Niemals! Bitte nur hier unterschreiben und das Pilzewunderland gehört mir. Halt die Luft an, Cooper. Wenn ich die Unterschrift nicht bekomme, dann werdet ihr in meinem Verlies bis ans Ende eurer Tage schmoren und verschimmeln. Du bekommst mein Königreich auf keinen Fall. Ach nein, das würde ich mir nochmal überlegen. Bob-Bobben, diese Dinger hat sich fast noch mehr als König Koopa selber. Siehst du, Chichi, sie haben keine Wahl. Entweder erfüllen sie meine Forderung oder meine kleinen heißblütigen Freunde werden explodieren. Die sind schon viel zu lange da drin, Luigi. Irgendjemand sollte lieber reingehen und nachsehen, was da los ist. Sieht so aus, als kämen wir nur durch das Abflussrohr da rein. Das stimmt, Luigi. Sag mir Bescheid, wenn du willst. Oh, hey! Wir Pilze werden aber ganz eklig und matschig immer. Mir gefällt deine Art, die Sachen zu regeln, Papa König. Danke, mein Sohn. Siehst du, um so ein richtig fieser Gauner zu werden, musst du immer alle austricksen. Austricksen? Ja. Und zwar auf die mieseste, gemeinste Art, die es gibt, verstanden? Verstanden, Papa König. Oh, ein Hammerbruder. Gute Arbeit. Zurück auf eure Posten. So, Prinzessin, noch zwei Freunde, die dein bombiges Schicksal teilen werden. Kommen denn Fotografen, wenn ich dir mein Königreich überschreibe? Natürlich! Das muss unbedingt in mein Fotoalbum. Dann tue ich es unter zwei Bedingungen. Dass wir in den Thronsaal umziehen und dass du dir was Hübscheres anziehst. Also, während ich mir was Schickes anziehe, bringst du sie in den Thronsaal. Danke für die Lektion im Betrügen, Papa König. Eines Tages, mein Junge, wirst du vielleicht mal genauso ein großartiger Betrüger wie ich sein. Nicht eines Tages, Paps. Heute. Pass nur auf, wie ich in deine dreckigen Fußstapfen trete. Machen! Bring die Gefangene hier weg. In mein Zimmer. Lass uns frei, du mieser Kuperling! Überschreib das Pilzewunderland mir! Oder deine Freunde müssen zurück zur Bob-Bob-Party! Ja, also, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Bitteschön! Das Pilzewunderland gehört mir! Mir! Ich freue mich schon darauf, Papa zu zeigen, dass ich ihn ausgetrickst habe! Aufgepasst, Freunde!
Ich meine, die Hammerbrüder werden euch gleich da rausholen. Schlechte Idee. Vielleicht finden wir einen super Trick. Sofort runter von meinem Thron, du Kröte. Vorsicht, Papa König. Ex-Papa König, ich bin der neue Herrscher vom Pilzewunderland, siehst du? Wer? Was? Aber weil du mich ja auf die Idee gebracht hast, dich zu hintergehen, bekommst du natürlich einen angenehmen Job bei mir. Sagen wir, königlicher Stallbursche vielleicht? Du mieser kleiner Knopf! Hey, das ist meine... Nein, meine, du aufgeblasener Stinkegecko. Sieh mal, die Prinzessin hat die Schriftrolle nicht unterschrieben, aber ich werde dafür sorgen, dass sie das tut. Wo sind die Gefangenen? In meinem Zimmer. Jetzt nicht mehr. Was? Hilf, Kuba! Wachen! Wachen! Gib es auf, wir sind schon so gut wie weg. Na, warte, wenn ich dich erwische. Das ist alles deine Schuld, du verblödeter, verlogener Sohn, du. Dir werde ich schon zeigen. Aber Papa König, du solltest stolz auf mich sein. Ich habe nur die bösen Dinge getan, die du mir beigebracht hast. Bleibst du wohl stehen? Noch habe ich dir nicht alles beigebracht. Alte Hosenmatz, wir sind noch nicht fertig. Yeah.